Zahlen und Farben auf Deutsch. Es gibt viele Burgen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber es gibt nur eine Burg auf diesem Berg am Rhein in Deutschland. Es gibt viele Häuser in der Stadt unter der Burg. Viele rosa und rote Blumen wachsen in diesem Blumentopf. Es gibt einen kleinen Jungen in diesem Federbett. Ein roter Volkswagen parkt bei einem alten Holzhaus in der Schweiz. Es gibt viele rote, weiße, orange und rosa Blumen in den Blumenkästen. Es gibt mehrere Häuser, aber nur eine Kirche in dieser deutschen Straße. Die Kirche hat zwei Türme. Zwei Kinder spielen mit einem braun-weißen Hund. Der Junge trägt eine kastanienbraune Jacke und das Mädchen trägt ein rotes Kleid. Zwei Störche stehen auf ihrem Nest, das auf einem roten Ziegeldach ist. Zwei Musiker spielen goldene Trompeten. Hier sind zwei Würste auf einem blau-weißen Teller. Zwei Fenster dieses Schulgebäudes sind zu Weihnachten mit Sternen und Schneeflocken dekoriert. Drei Jungen angeln am Rheinufer. Der Junge in der Mitte trägt eine blaue Jeans und ein rotes Hemd. Es gibt einen Salatteller, eine Gabel, ein Messer und einen Löffel auf diesem Tisch. Es gibt zwei rote Tomatenscheiben auf dem Salat. Diese drei grünen Schilder in Österreich geben in drei Sprachen Anweisungen. Drei weiße Wohnwagen stehen in der Nähe der Zugspitze im weißen Schnee. Der Winterhimmel ist in Österreich sehr blau. Diese Windmühle in Bremen, Deutschland, hat vier rot-weiße Flügel. Dies ist eine Bronzestatue der berühmten Bremer Stadtmusikanten. Eine alte Geschichte sagt, wie der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn ihren schlafenden Herrn vor dem Feuer retteten, als sie ihn mit ihrem Schreien weckten. Diese bemalten Glasfenster sind sehr farbig. Die Hauptfarben sind Gold, Gelb, Blau, Weiß und Rot. Man kann ein silbernes Auto auf dieser Straße in den österreichischen Alpen sehen. Ein Fahrradfahrer ersteigt auch das steile Gefälle. Es gibt drei Autos in der Ferne. Es gibt insgesamt vier Autos. Vier deutsche Mädchen in Kostümen nehmen an einem Karnevalsumzug teil. Sie tragen Kleider mit vielen Farben. Blaue, grüne, gelbe, orange, rote und schwarze Farben sind darunter. Es gibt vier Brötchen und vier Butterportionen auf diesem Tisch. Fünf Familienmitglieder sitzen in einem Gasthof. Es gibt einen Großvater mit einem grauen Pullover und einen Vater mit einem grauen Pullover. Die Mutter trägt einen schwarzen Pullover. Die Kinder tragen blau. Das eine ist ein Baby und das andere ist ein kleiner Junge. Warum gibt es vier Gläser Bier auf diesem Tisch? Das erste ist für den Vater, das zweite ist für die Mutter,
das dritte ist für den Großvater und das vierte ist für die Großmutter. Wer macht das Foto? Hier sind 5 Ostereier in einem Korb. Das Ei in der Mitte ist gelb. Die 2 Eier links sind purpurn und rot. Die 2 Eier rechts sind grün und blau. Sechs Männer in schwarzen Anzügen reiten 6 Pferde in einer Prozession. 5 der Männer tragen Fahnen. Ein Mann trägt keine Fahne. Es gibt 6 verschiedene Gemüsesorten in diesem deutschen Salat. Die Möhren sind orange. Die geschnittenen Gurken und der Kopfsalat sind grün. Die Selleriewurzel ist weiß. Auf dem purpurnen Kohl ist eine weiße Soße. Es gibt etwas roten Pfeffer in der Mitte. Hier sieht man 5 Kälber und 2 Kühe. Diese 4 Portionen Apfelstrudel und diese 3 Stollenstücke sind 7 süße Sachen. Es gibt weißes Geschirr auf diesem Tisch. Auf dem Teller ist ein Kuchen. Eine Tasse Kaffee passt auf den Unterteller. Es gibt Sahne in der Kanne und der Deckel ist für die Zuckerschale. Diese 8 Menschen aller Altersgruppen wandern in Deutschland. Die kleinen Jungen tragen Lederhosen. Einer trägt ein rotes Hemd und der andere trägt ein goldenes Hemd. Hier sind 8 Schalen mit Beeren. Die Erdbeeren sind rot. Welche Farbe haben die Brombeeren? 9 bayerische Mädchen sitzen auf einem Hügel. 6 von ihnen tragen Hüte, 3 tragen keine Hüte. Das weiße Bauernhaus hier in Bayern hat 9 Fenster mit Fensterläden. Die Scheune ist an das Haus angeschlossen.